Ciao Leute, ciao von Andra Unga. Haha, jetzt wissen wir, wie du das geschafft hast. Du bist ein Betrüger. Du hast es erzählt. Ja, das passiert. Abonnieren Sie bitte beim Kanal, rotes Glöckchen und so weiter. Das ist vielleicht kompliziert. Für mich ist es kompliziert. Persönlich habe ich nicht abonniert an andere Kanäle, weil ich zu dumm bin. Aber Sie sind sicher nicht so dumm und Sie können abonnieren. Nun, ich bin ein Betrüger. Es gab ein Video, wo ich erklärt habe, wie ich in der Weltmeisterschaft 2010 mit 3 Konten teilgenommen habe. Und die Leute haben sofort gesagt, ja, jetzt ist alles klar, du hast es selbst erzählt. Du arbeitest mit mehreren Konten und auf einer hast du alle Gewinne, auf der anderen die Verluste, du bist gehedged, hier alles long, hier alles short und dann klar, eines geht in Gewinn. Das ist ein Trick, so einfach und so gewinnt man die Weltmeisterschaft. Wäre es so einfach, das ist ein riesengroßes Blödsinn. Wirklich. Und ich will ein bisschen erklären, warum. Erstmal, nehmen wir an, ich habe 2 Konten. Okay? Gut. Konto A und Konto B. Auf Konto A habe ich alle Gewinne und auf Konto B alle Verluste. Konto A wird Weltmeister, Konto B verschwindet, aber das interessiert keiner. Beide sind als Andrea Unger drin und nur Andrea Unger bleibt. Aber die Frage ist, erste Frage, wie kann ich wissen, welche Trades Gewinne werden, sodass ich die in Konto A platziere? Das ist schon die erste Frage. Eine Position am Anfang des Jahres bis Ende des Jahres mit einer gegenüber liegenden Position auf Konto B ist auch Wahnsinn. Ich kann nicht wissen, ob diese Position wirklich sich so viel bewegen wird, damit es genug Prozent gewinnen wird Ende des Jahres. Also auch wenn ich denke würde, okay, aber ich schaffe es nur mit einer Position, long, DAX, zum Beispiel, Konto A, Short DAX, Konto B. Ende des Jahres, auf eine von den beiden, habe ich sicher genug, die Weltmeisterschaft nach Hause zu bringen. Nein, ich weiß nicht, ob Ende des Jahres DAX sich genug bewegt hat. Also das funktioniert auch nicht. Und, würde ich Ihnen nochmal sagen, so eine Sache ist sogar noch verboten. Wenn die Organisation von der Weltmeisterschaft sieht, dass man auf 2 unterschiedliche Konten gegenüberliegende Positionen hat, dann wird man sofort rausgeschmissen. Und nicht nur echte Positionen, wo hier bin ich long, hier bin ich short. Nein, sogar noch, wenn es Positionen gibt, die so aufgebaut sind, dass hier die Gewinne kommen, wenn die Märkte zum Beispiel steigen und hier, wenn sie runterfallen. Zum Beispiel Long DAX, Long Put minus S&P. Okay? Die 2 sind sicher nicht gegenüberliegend als Trade, aber vermutlich bringen die Gewinne, wenn die Märkte steigen, auf Konto A und Verlust auf Konto B. Trotzdem, so eine Sache ist nicht erlaubt. Und das ist eine Geschichte. Und ich kenne Leute, die aus der Weltmeisterschaft rausgeschmissen wurde, weil sie mit Optionen solche Strukturen aufgebaut hatten. Und das war nicht erlaubt. Okay. Aber auch, wäre es erlaubt, ich habe schon erklärt, es ist unmöglich zu wissen, wo ich die Trades richtig platzieren sollte. Was sollte ich eigentlich tun? Ich sollte zum Beispiel 64 Konten öffnen. 64 Konten auf 2 Mal, was bedeutet das? 64 Konten, auf 32 öffne ich eine Long-Position, auf DAX zum Beispiel, und auf 32 die Short-Position. Es ist nicht erlaubt, aber nehmen wir an, es wäre erlaubt, okay? 32, nach dem Trade, nach diesem einzelnen Trade, 32 Konten zeigen schöne Gewinne und 32 gehen pleite zum Beispiel, okay? Dann bleiben nur 32 übrig. Die anderen sind pleite, habe kein Geld mehr, kann nicht mehr handeln. Auf diese 32, auf 16 Long DAX oder Crude Oil, auf 16 Short Crude Oil. 16 werden sich verdoppeln und 16 werden wieder pleite gehen. Jetzt habe ich nur noch 16.
Dann 8 long euro oder DAX oder crude euro oder was Sie wollen, 8 short euro oder DAX oder crude euro. 8 wieder pleite, 8 wieder verdoppelt. Aus der 8, 4 mal long, 4 mal short. Das Spiel kennen Sie jetzt. 4, 0, 4 wieder verdoppelt. Auf diese 4, 2 long, 2 short, 2 pleite, 2 verdoppeln, 2 bleiben, einmal gehe ich long, einmal short, eines geht raus und eines bleibt und hat jetzt 16, 8, 4, 2, 6 mal verdoppelt, sowas, okay, es kann sein. Kalkuliere Sie mir mal, was das bedeutet und sicher wird die Performance sehr, sehr hoch sein. Konto muss minimal $10.000 haben, okay? Dann brauche ich für so ein Spiel $640.000. Bei einem Konto habe ich sicher sehr viel verdient, aber nicht so viel. Und bei den anderen 63 habe ich alles verloren. Lohnt es sich? Es ist nicht erlaubt, also ich werde sofort rausgeschmissen. Aber ist einer wirklich so verrückt, sowas zu tun? Das ist die Frage. Ja, Sie können sagen, du kannst ein bisschen kleiner tun, nur mit 32 Kunden. Ja, aber wirklich. Sie verstehen selbst, dass so eine Sache total und komplett verrückt ist. Sowieso, und das kann ich beweisen, aus der Weltmeisterschaft kommt nicht nach der Weltmeisterschaft so viel Business raus, dass man auch $640.000 investieren kann, die Weltmeisterschaft nach Hause zu bringen. Einmal bringt nichts. Viermal habe ich die gewonnen, okay, ich bin bekannt, alles was sie machen, aber trotzdem wurde ich niemals aus diese Titel so viel schaffen, wie ich in Theorie investiert hätte, zu mein Betrug zu schaffen. Also, das ist Wahnsinn. Komplett Wahnsinn. Erstmal verboten, zweimal wäre es nicht verboten, Wahnsinn. Und dreimal, die drei Konten waren alle drei in der Top 5. Also, ich habe nirgendwo verloren. Und nochmal kommt die Mathematik ein bisschen kompliziert zu erklären, wie ich das geschafft habe. Also, das war kein Betrug. Die Konten werden auch dann zuletzt kontrolliert bei einer offiziellen Organisation, die nicht bei der Organisation von der Weltmeisterschaft zuhört. Also, die ist draußen. Alles wäre so kompliziert, so teuer, so groß, dass es wirklich keinen Spaß mehr machen würde, sowas zu tun. Ich hoffe, Sie haben jetzt selbst klar, wie so eine Sache komplett verrückt wäre. Im Fall nicht, kann ich leider nicht weiterhelfen. Aber schreiben Sie Ihre Kommentare darunter hier und wir können noch weiter diskutieren, das ist klar. Abonnieren Sie, wenn Sie das noch nicht getan haben und wenn Sie noch Fragen haben zu der Weltmeisterschaft, werde ich gerne in zukünftigen Videos beantworten. Das war's am Moment. Ciao von Andrea Unger, ciao aus der sonnigen Italien. Ciao.